Hallo, ihr Steinverrückten. Es ist Sommer und mich hat hier fies eine Bremse erwischt. Ja, so dicke Arme kriege ich durchs Training nie. Also was soll's, ich zeige euch trotzdem kein Flugviech, sondern ich zeige euch die Battlecat von Megaconstrux und lass sie mal gegen den majestätischen Tiger antreten. Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend, je nachdem, wann ihr YouTube-Videos schaut. Ich bin der Martin, der Steinverrückte. Und heute habe ich die Battlecat von Megaconstrux dabei. Heißt noch nicht nur Mega hier drauf, sondern es ist noch Megaconstrux. Ja, und das ist eine baubare Actionfigur. Und die hat ein paar Tücken im Vergleich zu vergleichbaren anderen Figuren. Aber gehen wir mal nach und nach an. Ich zeige euch erstmal ein paar Späße aus dem Bau und dann lassen wir ihn mal kämpfen. So geht das Ganze los, der Bau der Battlecat. Ja, hier müssen wir wahrscheinlich irgendwelche Siegel auf der Rückseite aufmachen und ich habe noch die Smith Toys Werbung drin. 20 Euro habe ich bezahlt für das Motu Original. Das fand ich recht günstig. 20 Euro für, oh Gott, wo steht denn, wie viele Steine das sind? Für 500 Steine. Ja, das ist jetzt auch nicht billig, aber ich hoffe mal, es sieht nicht wirklich kacke aus. Und dann vergleichen wir das mal mit dem majestätischen Tiger und gucken mal, was die beiden so können. Eine Sache noch zu Beginn, wer sich immer über Reobricks aufregt, dass die so kleine Bauabschnitte hätten, guckt euch das mal an, diese winzig kleinen Tütchen hier, das ist doch, ach komm, das überhaupt in Bauabschnitte zu unterteilen, ist ja schon ein Witz und dann auch noch in 11 Stück. In 11 Bauabschnitten, wie viel baue ich denn da? Also das ist ja gar nichts. Jetzt gucke ich mal gerade, was Tüte 1 macht, damit wir wenigstens das mal gesehen haben. Das erscheint mir aber arg gleich. Oh ja doch, guck mal hier. Bis dahin. Ach nee, also ist schon dicht an lächerlich. Nee, aber so jetzt. Machen wir mal Pause nach der Hälfte. 6 von 11, okay, nicht ganz die Hälfte. Was einem immer wieder auffällt, hier bleiben so unfassbar viele Teile übrig. So krass viel. Und man denkt die ganze Zeit, okay, wo hast du dich verbaut? Ich gehe das jetzt vor und zurück und immer wieder durch. Nee, das bleibt wirklich so viel übrig. Das hier sind übrigens die bedruckten und Sonderteile. Die waren in der Extratüte. Aber das hier, das macht einem echt stutzig. Wo soll das hinkommen? Da sieht man auch schon ein bisschen die Größe des Ganzen. Also hier kommt das ja dann irgendwo drauf. So, hier aufgenoppt. So wird das Ganze. Ja. Was macht ihr hier, der Kleine? Geht in eine ähnliche Richtung. Wir schauen. Ich habe euch mal die kleine Battlecat dazugestellt, denn daran sieht man dann auch ein bisschen, wenn man es nebeneinander hält, dass die große Battlecat zwar nett ist, aber nett ist die kleine Schwester von Scheiße. Ich blende euch mal die Verpackung ein, wie das da draufgestellt ist und wie ich es hier gemacht habe, nämlich mit einem Pfötchen auf diesem Stein, wie auf der Verpackung. Dann sieht das Ganze auch sehr dynamisch und cool aus, aber eigentlich ist ja hier so ein komischer Nupsi drauf. Und der soll eigentlich auf diesem Nupsi in dem vorgesehenen Loch eingeparkt werden. Und dann sieht der scheiße aus. Das sieht so blöd aus, so als ob er gerade in Skeletors Grube gefallen wäre und ich bin aufgespießt, ich kann nicht mehr. Also das ist richtig bescheuert. Da verstehe ich den Sinn auch nicht ganz, warum man das unbedingt so machen wollte. Ja, so fällt er natürlich nicht um. Das kann ich ehrlicherweise nachvollziehen. Auf der anderen Seite ist er so einfach viel dynamischer und cooler und das kapiere ich halt nicht, warum ich das ja überhaupt erst anders in Erwägung ziehe. Ich kann ihn natürlich in viele verschiedene Posen bringen. Meine Lieblingspose ist aber tatsächlich mit einem Pfötchen auf dem Stein. Das gefällt mir richtig gut, so soll es auch sein. War das ein Reim? Vielleicht. Trotzdem ist die Battlecat in Actionfigurenmaßstab meiner Meinung nach deutlich überlegen. Und wenn wir jetzt auch noch den lustigen, majestätischen Tiger daneben stellen, merken wir auch, da hat die kleine Battlecat dann vielleicht das ein oder andere Nachsehen.
Da möchte ich jetzt ehrlicherweise den Kampf nicht so wirklich miterleben, denn ich glaube, da kann die kleine Battle Cat nicht mehr so locker gewinnen. Viel größer. Ich kann natürlich nur vergleichen den Schnapperpreis, den ich dafür bezahlt habe, und den Schnapperpreis, den ich dafür bezahlt habe. Ich habe bei dem 3-in-1-Modell 32 Euro bezahlt. Ich habe für die Battle Cat 20 Euro bezahlt. Das erscheint jetzt auch nicht viel Geld. Es ist so ein, für mich war das tatsächlich fast Mitnahme. Also 20 Euro für 600 Steine fand ich echt okay. 600 Steine? 537, knapp vorbei. Ich fand es eine nette Idee, das einfach mal so mitzunehmen. Muss aber sagen, er war recht schnell außen vor, wenn ich vor allen Dingen den majestätischen Tiger daneben halte. Boah, das war dann echt gemein, muss ich sagen. Denn ich habe hier 3-in-1. Es gibt sogar kostenfreie Bauanleitungen auf Rebrickable noch zusätzlich. Zumindest den sitzenden Fuchs, bei dem bin ich ganz sicher, der war kostenfrei. Bei allen anderen, ja Gott, kostet nur 2 Euro oder sowas in der Richtung. Also ich habe hier richtig viel mannigfaltigen Bauspaß. Und hier habe ich Battle Cat. In nicht so richtig steil. Und das führt mich dann zu einem Fazit. Das ist okay. Das macht Spaß. Aber was mache ich jetzt damit? Es gibt keinen baubaren He-Man, den ich da draufsetzen kann. Mist. Und hier kann ich zumindest 5 bis 8, ja, leg dich schlafen, mein Schatz, 5 bis 8 weitere Sachen bauen. Was hier nicht geht. Also ich fand wirklich, der majestätische Tiger ist ein Preis-Leistungs-Verhältnis-Knaller, gebraucht, wenn man ihn vollständig bekommt. Battle Cat ist schlicht und ergreifend einfach nur okay. Das ist meine Meinung dazu. Ich mag beides auf ihre Art und Weise, aber das hat doch größere Mankos als hier, wenn ich einfach mal vergleiche, was ich für mein Geld insgesamt bekomme. Da zahle ich wirklich lieber einen Zehner mehr gebraucht und habe dann was Anständiges, mit dem ich so viel machen kann, als einmal diese Figur, die dann auch noch, ich bin in eine Falle getappt, so da steht. Und dann am besten noch so. Ja, so ist das Leben. Es ist wirklich übel. Naja, muss man ja so nicht für sich selbst hinstellen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Macht euch eine gute Zeit. Kauft euch einen Tiger und habt viel Spaß. Bis bald. Bleibt steinverrückt. Ciao, ciao. Was genau? Das ist die, steht es überhaupt drauf? Irgendwo an der Seite und ich bin wieder total scheiße vorbereitet. Steht überhaupt nicht drauf. Das ist ja ein Ding. Das ist ja wirklich erstaunlich. Steht kein Name. GMC55TE oder sowas in der Richtung. Das ist ein Ding. GVY14? Machen wir so.